Vielen Dank unserem Jugendchor der nächsten Generation. Ja. Ein überaus großes Herr Gottes durfte ich in euch sehen. Und so lautet auch der Titel der heutigen Botschaft. Ein überaus großes Herr Gottes. Ezekiel Kapitel 37, Verse 1 bis 14. Leitvers ist Vers 10. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Wir möchten einmal den Leitvers gemeinsam lesen. Vers 10. Bitte. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Lieber Vater im Himmel, hab von ganzem Herzen Dank, dass du der allmächtige, treue und souveräne Gott bist. Danke, dass wir in dieser Stunde diesen 39. Jubiläumsgottesdienst feiern und uns an dein mächtiges Wirken während der letzten 39 Jahre erinnern und dir danken dürfen. Danke, dass du uns in dieser Stunde mit Ezekiel 37 deine Gnade schenkst. Deine Vision und deine Hoffnung in unserem Herzen zu erneuern. Danke, dass du jeden von uns zu deinem überaus großen Herr Gottes für die Weltmission aufstellst. Gib uns in dieser Stunde ein offenes, bußfertiges Herz für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Am heutigen Sonntag feiern wir den Dankgottesdienst für das 39-jährige Jubiläum von OBF Bonn. Vor 39 Jahren kamen Missionar Peter, Missionar Sarah, Missionar Maria als die ersten Missionare nach Bonn. Gott gebraucht sie bis auf den heutigen Tag als sein überaus großes Heer für die geistliche Erneuerung und Erweckung der jungen Menschen in Deutschland und Europa. Wir möchten heute Ezekiel 37 studieren und dabei Gottes Vision und Hoffnung für uns selbst, aber auch für die jungen Menschen unserer Generation aufnehmen. Lasst uns kennenlernen, warum auch heute viele junge Menschen geistig tot sind und vor allem, wie sie wiederhergestellt und als Gottes großes Heer gebraucht werden können. Teil 1. Ein Feld voller toten Gebeinen. Die Verse 1 bis 3. Wir möchten einmal die ersten beiden Verse gemeinsam lesen. Bitte. Es ist der Hand, kam über mich, er führte mich hinaus, als es sah, stellte mich mitten auf ein weites Feld, das war voller toten Gebeinen. Er führte mich überall hindurch. Siehe, es waren sehr viele Gebeine über das Feld hin. Siehe, sie waren ganz verdorrt. Ezekiel war ein Priester, der rund 11 Jahre vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 586 vor Christus zusammen mit vielen seiner Landsleute gefangen nach Babel weggeführt wurde. Er war ein Zeitgenosse Jeremias und Daniels. 5 Jahre nach seiner Ankunft in Babel, im Alter von 30 Jahren, erhielt er Gottes Berufung zum Propheten. Ezekiel kündigte Gottes Gericht über Jerusalem und über die Völker an. Aber er verließ auch die Erneuerung Israels und den neuen Tempel. Im heutigen Text führt Gott der Herr Ezekiel im Geist auf ein weites Feld, das voller toten Gebeine lag. Es war ein schauriger Ort, ein Ort der Hoffnungslosigkeit. Wohin Ezekiel auch schaute, es lagen überall Totengebeine herum. Warum zeigte Gott Ezekiel solch ein grausiges Bild? Gott zeigte ihm damit ein Bild von dem geistlichen Zustand Israels. Einst hatte Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Er hatte sogar einen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen sein Wort gegeben.
Gott führte die Israeliten treu und geduldig bis in das verheißene Land Kanaan. Aber dort versündigten sie sich alsbald wieder, indem sie fremde Götzen anbeteten und den lebendigen Gott verließen. Deshalb hatte Gott sein Volk aus dem Land der Verheißung nun in die babylonische Gefangenschaft geführt. Gott wartete, dass sie sich zum Herrn bekehren und durch Buße den Geist Gottes empfangen und wieder lebendig würden. Als Hesekiel das weite Feld voller Totengebeine erblickte, musste sein Herz sehr geschmerzt haben. Wie Vers 11 sagt, waren diese Gebeine das ganze Haus Israels. Ihre Gebeine waren verdorrt. Ihre Hoffnung war verloren. Sie, die von Gott einst so gesegnet waren, sein auserwähltes Volk zu sein, sprachen nun voller Verzweiflung: Es ist aus mit uns. Einige wenige unter uns haben bestimmt auch noch das Bild der Zerstörung, der Verwüstung, der vielen Toten nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Durch Gottes Gnade wurde Deutschland wieder aufgebaut und erlebte sogar ein Wirtschaftswunder. Die EU wurde gegründet für die europäische Zusammenarbeit. Sogar durfte unser geteiltes Land vor 30 Jahren friedlich wiedervereinigt werden. Nun leben die meisten Menschen in guten Bedingungen und die jungen Leute sehen schön und kräftig aus. Doch wenn wir sie näher kennenlernen, stellen wir fest, dass sie geistig tot sind. Junge Menschen, die Tag und Nacht an ihrem Smartphone kleben und nicht ablassen können, Computerspiele zu spielen oder sich über Social Media zu vernetzen. Junge Menschen, die beziehungslos zu ihrer Umwelt sind und nur für die Verwirklichung ihres eigenen Egos leben. Nachdem Gott Hesekiel auf dieses Feld voller Totengebeine hinführte und ihm den geistlichen Zustand seines Volkes offenbart hatte, stellte Gott Hesekiel eine sehr wichtige Frage. Wir möchten einmal den Vers 3 gemeinsam lesen. Bitte? Und er sprach zu ihr: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine an der Erde lebendig werden? Ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Inmitten der völligen Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sprach Gott zu Hesekiel. Gott sprach zu ihm, damit Hesekiel sein Herz prüfen könnte. Aber Hesekiel konnte menschlich betrachtet überhaupt keine Hoffnung finden. Als Hesekiel die Frage Gottes hörte: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Musste er zuerst über seine eigene Verzweiflung, seine Hoffnungslosigkeit und über seinen Unglauben Buße tun und sich daran erinnert haben, wer dieser Gott ist. Dieser Gott ist der treue, der allmächtige, der souveräne Gott. Er ist der Gott, der Himmel und Erde mit seiner Allmacht aus dem Nichts schuf. Sollte diesem Gott etwas unmöglich sein? Hesekiel wurde es klar, dass dieser Gott auch tote Gebeine lebendig zu machen vermag. Und dass diesem Gott kein Ding unmöglich ist. Inmitten des trostlosen Anblicks all dieser toten Gebeine konnte Hesekiel durch den Glauben antworten. Und er sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Hesekiel kannte und verstand das Herz Gottes. Gott hatte von alters her diesem Volk so geduldig gedient. Als Hesekiel an diesen treuen und souveränen Gott dachte und an die großartige Geschichte Gottes mit seinem Volk, da antwortet Hesekiel durch den Glauben: Herr, mein Gott, du weißt es. Gott
wünscht sich auch von uns, dass wir sein Herz für die Menschen in Sünden verstehen. Das Herz Gottes ist zerbrochen wegen der Studenten, die von den verschiedenen Lehren des Zeitgeistes verführt werden und geistlich wie Totengebeine sind. Viele Eltern haben versäumt, ihren Kindern geistliche Disziplin und den Gehorsam über Gottes Wort zu lehren. Die Folge ist, dass sogar viele Kinder von Pastoren dem christlichen Glauben den Rücken kehren und einfach leben, wie sie wollen. Gott ist sehr traurig, dass am Sonntag viele Kirchen leer stehen und einige Kirchengebäude sogar veräußert und zu Moscheen oder Wellness-Tempeln umgebaut werden. Gottes Frage an Hesekiel müssen auch wir persönlich hören. Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Willst du, dass auch dein Leben und dass der junge Menschen wieder lebendig wird? Dann lasst uns im zweiten Teil das Geheimnis der lebengebenden Macht des Wortes Gottes kennenlernen. Teil 2, ein überaus großes Herr Gottes, die Verse 4 bis 14. Wir möchten einmal die Verse 4 bis 6 gemeinsam lesen. 4 bis 6. Bitte. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höre des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Boden in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, dass das Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut, und will euch Boden geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Nun gebot Gott Hesekiel ganz praktisch, Weissage über diese Gebeine. Hesekiel sollte Gottes Wort zu den toten Gebeinen weissagen. Menschlich betrachtet schien dies eine falsche Methode zu sein. Was könnte man von Gebeinen, die verdorrt sind, erwarten? Eigentlich nichts. Doch Gott gebot Hesekiel, diesen Gebeinen das Wort Gottes zu bringen. Das Wort Gottes hat Macht. Das Wort Gottes schuf Himmel und Erde. Gott gab sein Verheißungswort aus Genesis 12, die Verse 1 bis 3, einem alten, kinderlosen Mann Abraham. 25 Jahre lang trug Gott Abrahams Ups and Downs und erneuerte stets seinen Bund mit ihm. Und schließlich wurde Abraham zum Vater vieler Völker und zum Glaubensstammvater Abraham verändert. Betrachten wir den Vers 7a. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Es entstand ein lautes und mächtiges Rauschen, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Das Rauschen bedeutet die Veränderungsmacht des Wortes Gottes. In diesem Sommer während des Global Leadership Empowerment Forums hörten und sahen wir das mächtige Rauschen unter der nächsten Generation, als sie die 5 Bücher Mose studierten. Oberflächlich denken viele, dass das Studium von 5 Mosebüchern langweilig wäre. Aber Gott wirkte durch sein lebendiges Wort sehr mächtig. Wir können Gottes Wirken durch sein Wort sehen und hören. Wir hörten die herzbewegenden Stellungnahmen und Glaubenszeugnisse. Einige junge Leiter kamen mit Tränen zu Gott und bekannten ihre Sünden der Weltliebe, der Begierde, der Internetsucht. Dieses Rauschen ist nicht das Ende, sondern der Anfang der Aufstellung der nächsten Generation zu den einflussreichen geistlichen Leitern und das Werk der geistlichen Wiedererweckung. Indem wir geistlich kämpfen, 10.000 Zweier-Bibelstudium-Teams zu bilden, bereiten wir die Umgebung für Gottes mächtiges Wirken vor, indem wir das Rauschen an jedem unserer Campus, ja an allen 1.700 Unis in Europa, sogar in der muslimischen Welt hören und erfahren, dass Gott sein überaus großes Heer von 100.000 Bibellehrern und 5 Millionen Gebetsmitarbeitern aufstellt.
sehen wir uns die Verse 9 und 10 an. Alle aus der nächsten Generation möchte ich einmal bitten, die beiden Verse 9 und 10 zu lesen. Bitte? Bevor Hesekiel zum Boden weissagte, hatte es unter Rauschen das Zusammenrücken der Gebeine gegeben. Und es bildete sich Fleisch und Sehnen und es wurde mit Haut überzogen. Diese erste Phase war die äußere Veränderung. Die Körper wurden äußerlich wiederhergestellt. Doch es war kein Leben in ihnen. Viele Christen hören hier auf und geben sich zufrieden, sobald ein Mensch seine Sucht oder seine sündige Angewohnheit aufgegeben hat. Aber es fehlt noch das lebengebende Werk des Geistes Gottes. Darum sollte Hesekiel unbedingt zum Boden weissagen, damit dieser von allen vier Winden kommen und die Getöteten anblasen und sie lebendig machen würde. Gottes Ziel ist immer die Veränderung des ganzen Menschen. Darum gebot auch Jesus seinen Aposteln, alle Völker zu Jüngern zu machen. Jesus möchte nicht, dass wir nur die Umstände oder die Bedingungen der Menschen verändern. Er möchte, dass die jungen Menschen durch das Wirken des Geistes Gottes wiedergeboren werden und ein neues Leben mit Gott führen, dass sie Gott anbeten und dass Jesu Jünger mit einem neuen Leben Gott dienen. Lesen wir den Leitvers, Vers 10, einmal gemeinsam. Bitte? Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Boden in sie und sie wurden wieder lebendig, stärkten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Als Hesekiel gehorchte und zum Boden weissagte, gab es das lebengebende Werk Gottes. Die Körper wurden lebendig. Sie begannen aufzustehen und sich zu bewegen. Sie bildeten schließlich ein überaus großes Heer Gottes. Sie standen auf und sie gingen gemeinsam zum Frühgebet. Dort lobten sie den Herrn mit ihren wunderschönen Stimmen. Der Herr ist unser starker Ort, er wird uns nicht verlassen. Er hilft uns auch aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Du fragst, wer der wohl ist, er heißt Herr Jesus Christ, Zebaoth, sonst ist kein anderer Gott. Er wird das Feld behalten. Ja, Hesekiel hat nicht alleine gesungen. Ein ganzes Heer hat für ihn gesungen. Wollen wir auch einmal gemeinsam der erste Stelle von diesem Lied von Martin Luther singen? Bitte? Der Herr ist unser starker Ort, er wird uns nicht verlassen. Er hilft uns auch aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der Satan fischt uns an und senkt es. Bibel Deutschland, Bibel Europa, Weltmission. Guten Appetit. Sie begannen hinauszugehen
und alle 1700 Campus zu trainieren. Sie gingen auch in die Studentenwohnheime und sie luden die jungen Menschen ein. Kommt, lasst uns zweier Bibelstudenteams bilden und gemeinsam Gottes herrlichen Plan kennenlernen. Gott freute sich wirklich sehr, als er sein überaus großes Heer sah, das entschlossen und bereit war, dem Herrn zu dienen. Sie waren sogar bereit, nach China, nach Nordkorea und in die muslimische Welt zu gehen und dort das Evangelium zu predigen. Dies alles war das Wirken des Geistes Gottes. Es war die Wiedergeburt einer Nation und die Wiedererweckung eines ganzen Kontinents. Die im Text geschilderten Phasen von dem Rauschen und dem Zusammenrücken der Knochen, vom Wachsen der Sehnen und des Fleisches, vom Überziehen mit der Haut und schließlich vom Kommen des Odems sind die Phasen des Wachstums und der Veränderung im Leben der Gläubigen. Diese Phasen können unterschiedlich lang sein. Aber das Ziel ist immer gleich: die Veränderung eines Menschen zu einer neuen Kreatur in Gott und in Christus Jesus. Vor 39 Jahren kamen die ersten Missionare nach Bonn und begannen dieses Pionierungswerk. Gott gebrauchte sie sehr kostbar, weil sie das Wort Gottes zu den geistig toten jungen Menschen weissagten. Dadurch wurden einheimische Hirten und Hirtinnen aufgestellt, die für das Werk Gottes herzlich zusammenarbeiten und gesegnete Hausgemeinden für die Mission Gottes gründen. Unsere Senior-Missionare könnten sich menschlich gesagt wegen ihres fortgeschrittenen Alters zur Ruhe setzen. Aber sie arbeiten bis auf diesen Tag herzlich für das Werk Gottes zusammen und setzen alles ein, besonders der nächsten Generation zu dienen und die Vision und Hoffnung Gottes auch in ihre Herzen einzupflanzen. Gottes Knecht Missionar Peter empfing große Visionen für die Mobilisierung und Ausbildung der nächsten Generation und bereitete in diesem Jahr mit zahlreichen Senior-Missionaren das Global Leadership Empowerment Forum 2019 und inzwischen auch das GLDF 2020 auf internationaler Ebene vor. Die nächste Generation wurde ermutigt und mobilisiert, für das Werk der Weltmission herzlich zusammenzuarbeiten und gibt sich hin, um das Wirken Gottes bis hin in die muslimische Welt vorzubereiten. Auch die herzliche Zusammenarbeit der Hausgemeinde von Missionar John und St. Grace aus New Jersey gehört zu dieser Geschichte dazu. Missionar John glaubte an das Wort Gottes aus Markus 6, 37 a und daran, dass sein himmlischer Vater sehr reich ist. So erfuhr er, wie Gott alles vorbereitete für Gottes Wirken unter den jungen Studenten in New Jersey, auch unter uns und bis in die muslimischen Länder. In den zurückliegenden 39 Jahren hat Gott sein lebengebendes Werk des Bibelstudiums und der Jüngererziehung trotz Rückschlägen und Verfolgungen gesegnet und seine Hoffnung nicht allein für dieses Werk, sondern auch für Deutschland, Europa und die Weltmission offenbart. Ein selbstzentrischer und verletzender Egoist empfing durch das Bibelstudium das Wort Gottes, welches ihn geistig lebendig machte und als Menschenfischer und Campushirten und als Geist und als Diener des Wortes Gottes wachsen ließ. Das Wort Hesekiel 37,10 erweckte ihn, so dass er für die Wiedererweckung der jungen Menschen als ein verantwortlicher Hirte und geistlicher Leiter beten und dem Werk Gottes dienen wollte. Er diente auch zusammen mit seiner Hausgemeinde, dem Pionierungswerk, an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät mit der Vision Gottes. Hesekiel 37,10 ermutigt ihn darin, die jungen Menschen nicht aufzugeben, sondern diesem Wort bis zum Ende zu gehorchen und die Studenten als Gottes überaus großes Heer für die Weltmission aufzustellen. Ein Student war wegen der Hoffnungs- und Sinnlosigkeit dieser Welt ein geistlich totes Gebein. Doch beim Bibelstudium durfte er mehr, immer mehr, Jesus kennenlernen, über Gottes Wahrheit, Liebe und Herrlichkeit nachdenken. Er und seine Hausgemeinde beten im Glauben an das Wort Gottes, Matthäus 6, 33 und Markus 6, 37 a, für die Pionierung der landwirtschaftlichen Fakultät, dass diese von einem Feld voller toten Gebeine zu einem fruchtbaren Land verändert wird, das Gottes Herrlichkeit offenbart. Die lebengebende und lebenverändernde Macht des Wortes Gottes wurde auf vielerlei Weise offenbart.
Da sind unsere Schulkinder, die am Morgen zusammen mit ihren Eltern das Frühgebet halten und ihre Mitschüler mobilisieren, am Gebetstreff der jeweiligen Schule mitzuhören. Da sind unsere jungen Hirten und Hirtinnen, die sich entscheiden durften, um der Hoffnung Gottes willen für das Werk Gottes zusammenzuarbeiten und die Umgebung für Gottes Wirken zu bereiten. Einer von ihnen war in seiner Faulheit, Begierde, Furcht und Unglauben geistig tot. Doch das Wort Gottes, 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Machte ihn geistlich lebendig. Er wächst nun als geistlicher Leiter. Gottes Geist hilft ihm in der Gnade Gottes und dem Wort Gottes stets zuzunehmen, als Hirte und Bibellehrer für seine Freunde und Kommilitonen gebraucht zu werden. Beim heutigen Feierprogramm dürfen wir noch mehr über das Wirken Gottes und die Vision Gottes in den Pionierungswerken und auch in den verschiedenen Teams der nächsten Generation lernen und Gott für sein lebengebendes Werk durch sein Wort danken. Diejenigen, die der Geist Gottes lebendig gemacht hat, lieben das Wort Gottes und erforschen es fleißig. Sie gehen hin und teilen Gottes Gnade mit ihren Freunden und Kommilitonen. Sie folgen der souveränen Führung Gottes in ihrem Leben und sind bereit, an der Erfüllung von Gottes Plan für die Weltmission mitzuwirken. Sie gehören zu Gottes überaus großem Heer, durch welches Gott Europa wiedererweckt. Und bis 2041 100.000 Missionare in alle Länder der Erde aussendet. Sehen wir uns noch einmal den Vers 10 an. Lesen wir noch einmal den Leitvers gemeinsam. Bitte. Ich weiß, haben wir die Jünger gefordert. Der Arme wurde mit sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Zeichen. Hier lernen wir die Wichtigkeit des Glaubens und des Gehorsams. Hätte Ezekiel nicht das Wort Gottes im Gehorsam geweissagt, gäbe es kein Werk Gottes. Hätte er gedacht, nein, diese toten Gebeine sind zu hoffnungslos. Es lohnt sich nicht und bringt auch gar nichts. Es hat keinen Zweck. Dann wäre Israel ein Feld voller toten Gebeine geblieben. Aber als Ezekiel glaubte und gehorchte, geschah das lebengebende Werk Gottes. So auch heute. Wir weissagen im Gehorsam und durch den Glauben das Wort Gottes und bilden zweierbestimmte Teams mit den jungen Menschen. So helfen wir ihnen, Gottes Wort auf ihr eigenes Leben zu beziehen und persönliche Stellungnahmen zu schreiben. Dadurch erfahren sie die lebengebende und auch lebenverändernde Macht des Wortes Gottes. Gott ermutigt uns, einem Hoffnungsträger, sogar wenn er scheinbar unveränderlich bleibt, durch den Glauben das Wort Gottes zu weissagen, dass seine Gebeine zusammenrücken, mit Fleisch und Sehnen und Haut überzogen werden und schließlich der Odem des Geistes Gottes diese Person zu einem lebendigen Wesen verändert. Wir dienen den jungen Menschen, bis sie sich durch den Geist Gottes auf ihre Füße stellen und als Bibellehrer, Hirten und geistliche Leiter, als Gottes überaus großes Heer für die Weltmission gebraucht werden. Gott schenkt uns heute neu seine Vision und auch seine Hoffnung, im Glauben und Gehorsam wie Ezekiel das Wort Gottes zu den jungen Menschen weiszusagen und die lebengebende Macht des Wortes Gottes in die geistliche Erneuerung und Wiedererweckung unserer Generation zu erfahren. Indem wir gemeinsam 10.000 Zweier-Bibelstimmteams bilden, bereiten wir die Umgebung für Gottes weiteres Wirken vor, sodass Europa wiedererweckt und als Missionare senden am Kontinent bis hin in die muslimische Welt gebraucht wird. Sehen wir uns die Verse 11 bis 14 an. Wir möchten einmal diese Verse auch gemeinsam lesen, 11 bis 14. Bitte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, wir sprechen sie, unsere Gebeine sind verloren, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus Haus und Fluss. Der Weissager steht zu ihnen, so spricht euer Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun, ohne euch an euch aus der Bekämpfung auf. Bringe euch ins Wasser des Reichs. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, und ich eure Gräber öffne. Ich will mein Volk auf meine Gräber aufholen. Ich will mein Volk in euch.
keine leeren Worte oder leere Versprechungen. Er redet es und er tut es auch. Gott ist kein hilfloser Gott. Er möchte mit seinen Leuten, ja mit jedem von uns zusammenwirken und den jungen Menschen helfen, aus ihren Gräbern aufzustehen. So viele fähige Studenten liegen gefangen im Grab der Vergnügungssucht und der Spielsucht, im Grab des Internets, im Grab der Begierde, im Grab der Beziehungslosigkeit. Doch im Glauben und völligen Vertrauen auf den lebendigen und allmächtigen Gott dürfen wir ihnen das Wort Gottes weissagen und sie mit der Vision und Hoffnung Gottes als Personen für das Werk Gottes aufstellen. Dann werden ihre Gebeine zusammenrücken. Fleisch, Sehnen und Haut wachsen und der Geist Gottes wird diese Personen lebendig machen. Gott gebrauche unser Frühgebet, Campusgebet, Jüngererziehungswerk und das Bilden der zweier biblischen Teams kostbar, um ein überaus großes Heer Gottes für die geistliche Wiedererweckung in Deutschland, Europa und in der muslimischen Welt aufzustellen. Heute haben wir Gottes Vision und Hoffnung kennengelernt. Wir durften Gottes Frage persönlich hören. Meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Gott wünscht sich von uns absoluten Glauben und Gehorsam gegenüber seinem Wort. Mit Gottes Vision und Hoffnung wollen wir jeden Tag weiterziehen, um alle 1700 Unis in Europa durch das Bilden der zwei biblischen Teams zu erobern und drei Stützpunkte in den muslimischen Ländern zu errichten. Mit Hesekiel 37,10 dürfen wir den jungen Menschen mit der Hoffnung Gottes bis zum Ende dienen und sie zu globalen geistlichen Leitern und Dienern des Wortes Gottes aufstellen. Lesen wir den Leitvers, Vers 10 noch einmal gemeinsam. Bitte. Und ich weiß, sagte wenn mir ihre Vorhörte, ich kam der Hohl in sie und sie wurde wieder lebendig, stellte sich auf ihre Füße ein überaus großes. Lieber Micha Vater, vielen Dank, dass du uns heute persönlich fragst. Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Bitte vergib all meinem Unglauben, indem ich nur das Feld der Totengebeine sehen konnte. Danke, dass wir neu auf dich, den allmächtigen, treuen und souveränen Gott schauen dürfen, der mit seinem Wort die geistlich toten Menschen lebendig macht. Danke, dass wir wie Hesekiel dein Wort im Gehorsam und durch den Glauben weissagen und dein mächtiges Werk der geistlichen Wiedererweckung erfahren dürfen. Danke, dass du durch 10.000 zweier biblischen Teams ein überaus großes Heer Gottes von 100.000 Bibellehrern für die Weltmission aufstellst. Im Namen Jesu Christi. Amen. Geschenkt hat, nun danken, indem wir ein Lied singen, das Lied Nummer 347. Thank you.
haben wir Gelegenheit, unsere Dankopfergabe vor Gott darzubringen. Und wir hören dazu ein Musikbeitrag, ein Duett.